Fortsetzen. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu dieser Mission gegen den Kalifen, der sich scheinbar gerade für einen Angriff bereit macht, so wie es aussieht. Was ihm natürlich nicht viel bringen wird hiergegen, gegen unser geschütztes Tor. Ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade wieder den Überblick ein bisschen verloren, wie es bei uns aussieht. Nahrung, Steuern, Religion gleicht sich aus, okay. Hier unten haben wir unsere Feuerballisten, ja, nicht auf den Ochsen unbedingt. Sehr gut. Kommt ihr bis hier hinten hin? Ja, kommt ihr. Und hört mal gleich, nachdem ihr alle schießt, auf. Dann breitet sich vielleicht das Feuer aus. Nein, tut's nicht. Ach, hier ist jetzt auch schon wieder was gebaut. Ja, wir müssen uns echt was überlegen, wie wir den Kalifen besiegen können. Hier kommen wir nicht durch, ne? Nein. Also wir... Ja. Uns wird wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, als hier mit vielen Baumeistersachen anzukommen. Also mit Tribocken und Feuerballisten. Stand auch in den Kommentaren. Es stand allerdings auch da, dass wir uns ja einfach über 3 Folgen hinweg eine Armee aufbauen können. Und ich dachte, da sich das gewünscht wird, machen wir das jetzt. Und für all diejenigen, die noch da sind jetzt und die noch nicht abgeschaltet haben, ist nur ein Scherz. Wir versuchen das möglichst schnell zu schaffen. Wir werden überfallen. Aha, von da hinten. Okay, das ist ja kein Problem. Wie sieht's denn aus? Nur mal angenommen. Wir haben zwar nicht unbedingt Gold, um sowas auszuprobieren, aber ist ja egal. So, kommt mal, ja, vielleicht hier hin, wenn ihr es schafft, wenn ihr da reinkommt. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht diese Seite hier irgendwie tatsächlich schrotten können. Wie weit wir mit dem Tribok kommen von hier aus. Ja, das sind durchaus akzeptable Entfernungen, oder? Ich denke schon. So. Dann versuchen wir noch ein... Eine Nachricht vom Kalifen. Was? Ihr wagt es, in oh, das ging schnell. Dafür werdet ihr büßen. Ich glaube, der Tribok hat gute Sicht. Ah, mit den Ballisten kriegen sie die auch noch weggeschossen. Das doch, funktioniert doch an sich ganz gut. Steine haben wir. Doch, wir haben Steine. Woher haben wir Steine? Wir hatten irgendwoher noch Steine, wir scheinbar. Wir benötigen Steine. Okay. Das klappt also mehr oder weniger. Wackelig wie ein Kartenhaus. Wenn wir hier hinten trieben... Doch, das müsste reichen von der Entfernung her. Gut, dann machen wir mal... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das müssten jetzt 9 sein. Okay. Wie sieht's mit Waffen aus? Ach ja, wir haben kein Holz. Das brauchen wir dann wahrscheinlich. Müssen wir uns davon mal ein bisschen was kaufen? Keine Ahnung, wie viel. So vielleicht. Und dann machen wir uns noch... Bin zur Stelle. Die paar Bogenschützen hier. Dass wir so eine kleine Armee haben, die wir uns schon mal dahin schicken. Wir werden zur Stelle. Das Problem ist, wenn die hier irgendwie mit diesen Leuten rauskommen, hier mit den Schwertkämpfern, und hier unsere Tribocke angreifen, wenn wir die hier hin platzieren würden, dann hätten wir kaum eine Möglichkeit, uns zu verteidigen. Deswegen 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Für vier Feuerballisten. Mal sehen, wie viele wir davon jetzt auf die Schnelle machen können. 2. Okay, komm. Wir bekommen doch gleich wieder Gold. Hoffe ich. Oh, unsere Beliebtheit sieht ja gar nicht nett aus. Die sinkt auch schon wieder. Ich glaube, wir müssen die Steuern gleich mal... Ah, jetzt gehen sie wieder hoch. Geht sie wieder hoch? Oder was? Bin mir nicht sicher, ob sie gerade hoch oder runter geht. Ich glaube, die stagniert jetzt wieder ein bisschen, ne? Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, ja. Wir senken mal die Steuern einmal, damit sich das wieder so ein bisschen hochputschen kann. Achso, hier können wir übrigens mal wieder ein bisschen für Chaos sorgen. Die leben schon alle ein bisschen lange. Na los, spring über, Feuer. Ja doch, ist es glaube ich sogar noch. Müssen wir uns hier um nicht kümmern. Könnten wir das noch angreifen. Sehr gut. Und dann greifen wir hier einfach weiter an.
Ribok bereit, Sire. Der hat mittlerweile schon wieder alles neu gebaut. Aber so können wir immerhin mal wieder ein paar Männer von ihm töten. Ja, greif mal hier an. Du hast ja hier ganz gut getroffen, den dann. Vielleicht klappt das ja irgendwie. Oh, jetzt trifft er den sofort. Ah gut, jetzt hat er den nochmal getroffen. Eine Nachricht vom Kalifen. Ah, ihr strapaziert meine Geduld. Wieso hast du angegriffen? Ich werde euch zermalmen. Nicht so wirklich, glaube ich. Hä? Ich höre tote Pferde. Ah, die stehen da vorne und werden gerade einer nach dem anderen abgeballert von den Ballisten. Sehr cool. Ach, jetzt treffen sie irgendwie nicht mehr. Ach, jetzt konzentrieren sie sich auf die hier oben oder so. Okay. Und ihr kriegt das nicht getroffen. Von da macht ihr nichts. Dann schießt mal dahin ruhig. Auf jeden Fall haben wir den Kalif jetzt so ein bisschen unter Kontrolle erstmal. Habe ich zumindest das Gefühl. Und eine Feuerballiste wollten wir noch machen. Was wünscht ihr? Haben wir doch hoffentlich mittlerweile das Geld dazu. Joa. Konstruieren. Und dann brauchen wir, wenn wir 4 Tribocke wollen. 4 war das? 11? Gebt uns eine Aufgabe. Da fehlt aber einer irgendwo. Wir werden überfallen. Warum fehlt hier einer? Bin zur Stelle. Ist überhaupt die vierte Feuer... Oder wollten... Ach, haben... Ach so. Haben wir doch... Nee. Wir haben doch 4 gemacht, oder nicht? 4 Feuerballisten. Oder haben wir bloß 3 gemacht? Jetzt habe ich mir die andere bloß eingebildet. Ah, sehr, sehr komisch. Okay, machen wir halt noch eine. Konstruieren Belagerungsgeräte. So. Und dann brauchen wir jetzt noch 3x150 Gold. Nach Möglichkeit. Wir machen hier einfach mal ein paar davon, bis wir kein Gold mehr haben. Es werden Rekruten benötigt sein. Oder keine Rekruten mehr. Okay, und dann verkaufen wir die restlichen Bögen. 219, das heißt, ein bisschen brauchen wir durchaus noch. Ja, Rücken aus. So, wie sieht's hier so aus? Ihr habt gerade wieder nicht viel zu tun, ne? Komm, dann versucht's einfach nochmal. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Flugbahn ist berechnet. Oder baller mal hier hin. Versuch mal hier hinten die Türme irgendwie zu treffen. Schießt er dann immer noch? Ja. Vielleicht trifft er den ja sogar. Auf Dauer. Ah, im Moment noch nicht, aber vielleicht irgendwann. Ja, das wäre auf jeden Fall schon mal ganz gut. Und dann müssen wir warten. Wir können Mehl verkaufen. Mehl können wir verkaufen. Da haben wir relativ viel von. Ich glaube vom Brot auch, oder? Sieht gut aus. Ja. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Gold. Was wünscht ihr? Und jetzt können wir theoretisch auch ausrücken hierhin. Ich traue mich zwar nicht so ganz. Huch. Die Feuerballisten kommen nicht mehr rüber, ne? Das ist das Problem. Mein Bogen ist euer. Ja, auch nicht. Aber ihr... Moment. Mein Herr? Immer noch nicht? Eine Nachricht vom Kalifen. Was? Ihr wagt es, in meine Ländereien einzufallen? Dafür werdet ihr büßen. Warum kommt ihr hier nicht ran? Ich meine, wenn die Feuerballisten nicht rüberkommen würden, okay, dann würde ich es verstehen. Aber... Eure Befehle? Ihr könntet doch die Treppe hoch. Was ist los? Aber ihr kommt bis da schon nicht. Warum nicht? Ich mach mal das hier nochmal weg. Und wenn ich jetzt die Treppe ranbaue, für die ich hoffentlich nicht mehr genug Steine habe. Ah, ist das ätzend. Jetzt müssen wir 5 Steine deswegen kaufen. Ah. Ihr seid so. Der zweitgrößte. Jetzt müsstet ihr rüberkommen. Kommt ihr? Kommt ihr auch rüber? Balliste, bereit, my Lord. Nein, das ist das nächste Problem. Wir werden überfallen. Wovon? Ach so, von da. Ihr erreicht hier rein gar nichts, ne? Nein, komm, dann hört mal auf. Dann bringt das ja nichts. Wir benötigen Steine. Keine Steine mehr. Uiuiui. Wir benötigen Steine. Da kaufe ich mir aber extra nochmal Steine. Der hat relativ viel Schaden gemacht. Und da der keine Steine mehr bekommt und wahrscheinlich nicht allzu viel Geld hat, können wir hier ruhig mal weiter raufballern. Ja, Problem ist nur, wie kommen wir jetzt hier rüber? Wir könnten tatsächlich hier ein bisschen Burggraben wegmachen. Uns bleibt ja kaum eine andere Wahl.
Jetzt müsste eigentlich die ganze Infanterie hier durchkommen. Bogenschützen bereit. Gut, dann kommt mal. Ich hoffe, dass die jetzt keinen Angriff plötzlich starten. Sieht aber fast genauso aus, als wenn die nur darauf gewartet haben. Oh, oh, Rückzug, Rückzug, Rückzug. Oder anhalten, anhalten und schießen. Sehr gut. In Bewegung. Postiert euch hier vorne hin. Ihr kommt zurück. Wir müssen diesem Angriff jetzt erstmal standhalten. Okay, es kommen bloß die paar. Die sollten wir auf jeden Fall vorher fertig machen können. Allein durch die Feuerballisten schon. Dürfte das kein Problem werden. Vor den Pferden habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Aber ich meine, wir müssen ja jetzt auch nicht unbedingt mit dem ersten Zug alles erreichen. Das heißt, es wird wahrscheinlich nur ein Teilangriff werden. Ich würde sagen, die Truppe rückt jetzt einfach mal bis in die Wälder vor. Und wir tasten uns so ein bisschen ab, bis wohin uns die Feuerballiste treffen würde. Auf die müssen wir uns nämlich erstmal konzentrieren. Die wird wahrscheinlich die höchste Reichweite von allen haben. Ich glaube, selbst der Turm hat da eine geringere Reichweite. Also die Feuerballiste reagiert hier noch nicht. Es wäre, glaube ich, von Vorteil, wenn wir alle vier Feuerballisten erstmal so weit nach vorne schicken, dass wir gegen diese Feuerballiste hier was unternehmen können. Oder? Oh Mist. Anhalten. Und dann schießt mal. Da werden nicht allzu viele am Tor ankommen. Okay, und gegen diese Feuerballiste können wir immer noch nichts machen. Selbst bis hier noch nicht. Oh, jetzt. Wir werden überfallen. Und rauf hier, alle Mann. Komm, okay, die ist kaputt. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Bis hier sind wir ungefähr sicher. Mein Herr, in Bewegung. So, dann hier hin. Schießt irgendwer? Nein, alles gut. Alles gut. Dann versuchen wir jetzt... Unser Werkzeug ist bereit. Die Tribocke hier hinzubauen. Konstruieren Belagerungsgeräte. Irgendwie hier so vielleicht. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren und hoffen, dass das gut geht. Ich hoffe, dass hier keiner von denen drauf reagiert. Sieht erstmal fantastisch aus. Ja, sieht gut aus. So, und dann reißen wir den Turm als erstes ab. Ja, ich glaube, die halten nicht lange, die Türme, oder? Fuck, aber um die können wir uns schon nicht mehr... Oh, sehr gut. Ihr wagt es, in meine Ländereien einzufallen? Dafür werdet ihr büßen. Kommt da bald mal ein bisschen mehr? Warum pausieren die einfach? Die haben aufgehört zu schießen, oder? Flugbahn ist berechnet. Los, mach die Türme jetzt kalt. Sehr gut, alle auf einmal. Dann versucht mal Kühe reinzudonnern. Oh, sehr gut. Ich glaube, das war nicht schlecht. Den können wir dadurch erstmal ein bisschen dezimieren. Ah, schade. Nicht so sehr, wie ich gehofft habe. Dann feuert einfach mal rein hier den Rest an Stein, den ihr noch so habt. Weil die Tribocke werden wir gleich mal auflösen und neue bauen. Näher ran, dass wir auch die Türme platt machen können. Während ihr hier so ein bisschen das Ganze macht, werde ich hier mal ein bisschen Holz nachkaufen. Eine ganze Menge sogar. Bin zur Stelle. Hier von euch noch ein paar machen. Eure Befehle? So, und ihr kommt dann mal hier so hin. So. Wir benötigen Steine. Das dachte ich mir fast. So, runter mit euch. Jetzt wählen wir euch. Bin zur Stelle. Und schieben euch bis hier hin. Und gucken, ob Reaktionen kommen. Wir werden überfallen. Oh Mist, oh Mist, oh Mist. Ja. Feuerballisten vor. Vor. Jetzt feuert.
Sehr gut. Die haben wir. Wunderbar. Gebt uns eine Aufgabe. Mach ich, mach ich. Ich bin dabei. Konstruieren hier, Belagerungsgeräte. Hier. Und hier. Konstruieren Belagerungsgeräte. Das dürfte von der Entfernung auf jeden Fall reichen. Und die reagieren noch null. Komm, komm, komm. Bogenschützen bereit. Sehr gut, die reagieren nicht. Wir haben aber keine Kühe mehr. Wo hatten wir die Kühe überhaupt am Anfang her? Warum konnten wir Kühe werfen, wenn wir überhaupt keine Kühe haben? Ist berechnet. Komisch. So, und jetzt donner mal hier alles weg auf der Seite. Wir kommen sogar bis zu diesem hier. Dann haben wir alle Türme... Konnten wir tatsächlich alle Türme eliminieren. Und dann bringt es das wahrscheinlich, kleine Truppen erstmal hinzuschicken. Die so ein bisschen die Feuer auslösen. So, komm, den haben wir gleich. Und die Feuerballisten werden schon die aufhalten. Allerdings sind die auch sehr nah dran, aber das dürfte trotzdem zu keiner Gefahr ausarten. Komm, komm, komm. Mach die fertig. Sehr gut. Und jetzt feuert wieder hier rein. Mein Bogen ist euer. Feuerballisten mal gleich hier rauf. Bevor die überhaupt bemannt wird. Gleich mal zerstören. Sehr gut. Oh, hier haben wir noch eine Feuerballiste. Das könnte noch ein bisschen schwierig werden. Mein Herr? Mit denen kommen wir hier echt nicht an, ne? Oh, doch. Könnt ihr die treffen? Warum macht ihr das dann nicht? Meine Güte. Ich mache mir hier schon Angst. Okay, wie sieht's mit dem Tribok hier aus? Hast du noch Steine? Nein. Steine. Leider nicht. Okay, dann würde ich fast meinen, wir nehmen euch mal als Opferungstruppe und schicken euch ein bisschen vor. Rücken aus. Und hoffen, dass irgendwer hier Feuer auslöst. Sind auf dem Weg. Löst das Feuer aus. Und in Rückzug. Bewegung. Rückzug, habe ich gesagt. Sind auf dem Mehr Weg. Feuer ist hier nicht. In Bewegung. Das haben sogar alle überlebt. Rücken aus. Tatsächlich. Sind auf dem Gut, Weg. Dann kommt mal in bis Bewegung. Hier vorne ran. Hier lang, hier lang, hier lang. Rücken aus. Sehr gut. Und zurück. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Oh, da locken wir sogar ein paar raus aus ihrem Versteck. Das ist ja auch lustig. So, dann müssen wir bis hier Rücken ran. Aus. Sind auf dem Weg. Ganz nah hier ran. Ich glaube, hier wird... Irgendwo ist hier noch Feuer. In Bewegung. Oh, oh, Feuer geworfen. Rücken da aus. War noch Feuer. Jetzt einfach hier durch. Einfach hier rein. Okay. Sollten wir zumindest das Feuer von hier vorne erstmal gelöscht haben. Ich hoffe, der hat auch nicht mehr so viel Pech gehabt. Nicht, dass er das jetzt einfach Bin neu macht. Stelle. In der Zeit. Es werden Rekruten benötigt Bin sein. Zur Stelle. Oh, 31 habe ich erwischt, okay. Ein weiter Ich weiß nicht genau, Weg. Wo die herkommen. Ein weiter Weg. Aber wir packen die einfach mal hier hin. Ja. Wählen die noch aus. Und sobald die hier ankommen, Rücken aus. Sagt ihr euch mal vor. Und ich hoffe, dass jetzt hier wirklich kein Feuer mehr war. Denn sonst war das ein großer Fehler. So, dann feuert mal, was das Zeug hält. Und macht die fertig. Ihr seid auf jeden Fall in der Überzahl. Sehr gut. Das sieht wunderbar aus. Die fallen um wie die Fliegen. Oh, von hier hinten kommen echt noch einige Pfeile an. Ein unmögliches Ziel. Kommt näher, kommt näher, kommt näher, kommt näher. So, jetzt. Das ist Und jetzt den. Komm. Sehr gut. Wir geben unser Bestes. Haben wir das erstmal gemeistert. Und jetzt brauchen wir noch eine offensive Truppe, die wir hinschicken können. Viel Gold haben wir dazu Unsere nicht. Goldvorräte wachsen stetig Das ist so uns aber erstmal relativ egal, denn wir haben noch jede Menge zum Verkaufen. Mal durchgucken, was wir hier so haben. Oh, ein paar Brötchen. Die gefallen mir doch. Ein bisschen Mehl. Ja, das sieht doch wunderbar aus. Dann machen wir mal ein paar von euch. Es werden Rekruten 13 dürften eigentlich sein. Schon fast reichen. Oh, hier wurde Feuer entzündet. Ach, durch die Feuerballisten. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Dann geht mal erstmal bis dahin. Dann mache ich hier hinten noch wieder ein paar neue.
Maulai. So. Es werden Rekruten. Oh, das sieht doch alles sehr, 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 sehr gut aus. Maulai. Ja, viel kannst du, glaube ich, nicht mehr unternehmen. Oh, das ist mir relativ scheißegal, dass meine Beliebtheit sinkt. Ich glaube, ich habe das Ganze hier gewonnen. Hast du noch eine? Oh, du hast noch einen von denen. Guck mal, da sind wir jetzt mal so lächerlich. Und machen den mit einem Bogenschützen kalt. Aber im Nahkampf. Einfach, weil wir es drauf haben. In Bewegung. Ach, da ist noch einer. Oh, okay. Dann mach den mal noch kalt. Oh, guck mal. Die haben hier wieder neue Leute noch gemacht. Entkomme. Entkomme der Burg. Rücken aus. Guck mal, hier bin ich. Sehr gut. Dann dürfte das jetzt das letzte Aufbegehren gewesen sein. 0 Gold. 14 Leute hat er noch. 14? Wo? Um alles in der Welt. Zählen die ja als Leute? Nein, 14 Bewaffnete, oder? 14 Truppen? Hä? Wo? Da kann irgendwas nicht stimmen, oder? Der hat gar nichts mehr. Nee. Außer hier in dem Zelt verstecken sich 14 Mann, aber... Das bezweifle ich einfach mal. Mein Herr? Ach ja, wir können übrigens mal hier rein. Und die Feuerballisten löse ich einfach mal auf. Nicht, dass die irgendwas anzünden. Und jetzt rauf mit euch. Dann hat sich das. Dann haben wir diese Mission auch geschafft. Die war schon ziemlich anstrengend, wie man am Anfang gesehen hat. Im heutigen Part war alles recht locker. Haben wir uns kurz eine Taktik überlegt. Die durchgeführt. Hat ganz gut geklappt auch. Und ja. Von daher haben wir den Sieg hier doch, denke ich, verdient und aber auch ein bisschen erkämpft. Zum ersten Mal, glaube ich. Ich würde es tatsächlich als schwierigste Mission bisher bezeichnen, auch wenn sie am Anfang überhaupt nicht danach aussieht. Nur gegen den Kalifen. Tja. Sind mittlerweile schon im Januar 1377 angelangt. Mal sehen, wir sehen, ob wir es vor 2000 bis hierhin schaffen. Ich war hier, glaube ich, im Jahr 2500 oder so, als ich das erste Mal durchgespielt habe und das einzige Mal. Oh, ein paar Ratten. Das wird lustig, dass wir das Freundliche abschlachten. Aber erstmal müssen wir uns hier natürlich auch irgendwie verteidigen können. Ich glaube, wir haben viel Eisen zur Verfügung. Ach komm, wir gucken einfach mal schon mal rein, wie das aussieht. Ja, viel Steine, viel Eisen, ein bisschen Holz. Aber keinerlei Nahrung. Keinerlei Nahrung. Nahrung ist mehr hier vorne. Okay, dann würde ich auch sagen, verzichten wir komplett auf die Nahrung. Und machen dann eine Ratte nach der anderen kalt. Dadurch, dass wir eben viel Eisen und viel Steine haben, können wir eben viel vom Gold leben. Bauen dann wahrscheinlich wieder ein paar Kirchen für die Beliebtheit und so. Ja, ja, doch. So in etwa stelle ich mir das Ganze vor. Wird ganz interessant werden, aber krass, wie viele Leute die schon haben. Wenn die jetzt alle schon angreifen würden, hätten wir keine Chance. Okay, gut. Wir haben auch nicht allzu wenig Leute. Gut, wird auf jeden Fall eine interessante Mission. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier mit dem Flachland wieder. Bis dahin. Und tschüss, aber eine Frage habe ich noch an euch. Wie findet ihr das denn jetzt, dass es diese längeren Videos gibt? Früher waren die Parts ja kürzer und jetzt sind sie so um die 30 Minuten lang. Gut, der heutige ist nur 25 Minuten lang ungefähr. Aber so generell, wie findet ihr? Findet ihr das besser oder schlechter? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum? Ebenso. Ja. Würde mich sehr freuen, wenn ihr euch da alle, die das Let's Play gucken, mal so ein bisschen dazu äußern würden. Würde mich sehr freuen und würde mir vor allem auch sehr weiterhelfen, wie der Kanal in Zukunft fortgesetzt wird. Vielen Dank dafür schon einmal. Vielen Dank auch fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch im nächsten Part wieder. Bis dahin und tschüss.